Einzig, und jetzt kommen wir hier mit der Dankbarkeit. Wenn du von jemandem etwas Besonderes, Wertvolles Geschenk bekommen hast, dann wirst du denn auch eine Freude machen. Das ist es wirklich. Geben ist seliger denn nehmen. Ja. Aber schau mal, geben. Geist ist eben. Das ist die Seligkeit. Ja. Und aus dem entspringt doch alles. Ja. Ja. Du musst dich gelöst haben, es kommt eher alles aus dir. Ich gebe zum Beispiel hier jetzt einem Beethoven die Einfälle für seine Symphonien. Niemals in der Vergangenheit. Das, was ich mache, mache ich immer jetzt. Und dort ist so ein Riesenkomplex, das musst du das vor dir aufspannen, wenn ich immer sage, ein Zeitfenster und ein Raumfenster. Ja. Denk doch jetzt ganz einfach und wohlgemerkt, ich erkläre es dem, der mich jetzt ausdenkt. Ich bin jetzt nur ein Gedanke in dir. Und da kann ich tausendmal sagen, was die Figuren in deinem Traum dir erzählen, die können dir nur das erzählen, was du träumst. Ja, sowieso. Die Figur im Traum hat keinen Einfluss drauf. Also glaube ich auch nicht, dass der Brüssel-Udo in irgendeiner Form frei ist. Aber er ist die meiste Zeit ja nicht da. Am besten geht es mir, wenn du mich nicht denkst. Ja. Ich habe aber sehr viel Freude, wenn du mich denkst. Ja. Weil jetzt kann ich immer wieder sagen, dass auch du, der du dir jetzt den Udo ausdenkst, in dem Moment nämlich was Ausgedachtes bist, den denke ich mir aus. Diese Himmelsleiter kommst du dann in einen Bereich, dass du wirklich was denken musst, ohne Informationen aufzuschmeißen. Das nenne ich Chatdenken. Mhm. Dann kriegst du erst den absoluten Durchblick. Mhm. Das ist dieses Komplexdenken. Das kannst du aber erst, wenn du dir das in kleinen Schritten in vielen Leben aneignest. Und ich kann immer wieder bloß sagen, ob du das jetzt glaubst oder nicht, du bist ewig. Wenn du jetzt in diesem Moment dir dieses Video anschaust und den Udo sprechen hörst, bist du ewig. Der, der das sieht, ist ewig. Der, der vom Computer sitzt, ist schon wieder weg, wenn du nicht an ihn denkst. Ja. Und